Amelia, wunderschön. Und deine Klasse ist heute auch wieder da, oder? Ja, sie ist wieder da und meine Lehrerin ist auch da und Kolleginnen. Und das ist wirklich mega cool und nett von ihnen. Dass einem so eine ganze Schulklasse unterstützt, oder? Die grösste Unterstützung hast du auch von da vorne noch bekommen. Von deinem Golden Buzzer Götti, Monsieur Gress. Amelia. Du hast dich überhaupt nicht verändert seit 4 Monaten. Du bist immer noch dieselbe. Du kommst so rein, so unschuldig. Und da sagen wir, was will das Mädchen auf der großen Bühne? Das ist ein Publikum. Und dann kommt deine Stimme. Du bist kein Mädchen, viel Sprüche klopft. Du bist so einfach, aber du hast deine Stimme und die ist Gold wert. Danke für diesen schönen Moment. Danke. Sven. Amelia, er hat gesagt, Gold werden. Bei dir ist auch Gold vom Himmel gekommen, oder? Wo er auf einen Knopf gedrückt hat und so. Was ich bewundere, ist natürlich, wenn junge Leute auch ein bisschen klassische Musik machen. Das ist nicht selbstverständlich. Heute sind die meisten irgendwo von Rap bis zu Pop oder Rock, was auch immer. Und das finde ich super. Auch wenn nicht alles natürlich klassisch ist, was du machst, aber du bist eher in dieser Ecke. Und du hast auch eine Stimme, wo dazu passt. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, ist, dass von dem Goldregen, den Herr Gress für dich ausgelöst hat, dass noch mehr zu sehen ist, auch von dir, dass man denkt, wow, du bist für mich noch so wie eine Überraschung gewesen. Das sieht ganz gut aus, aber ich habe das Gefühl, innen drinnen, da hat es noch viel mehr, was man sehen will. Also lass das raus, komm noch mehr aus dir raus, pack die Leute nicht nur mit deiner Stimme, sondern mit deiner ganzen Ausstrahlung. Und ich glaube, wenn du das noch schaffst, dann hast du ganz viel Potenzial, auf diesen Bühnen zu stehen, wenn du das möchtest, in Zukunft. Also noch ein bisschen mehr Gold von außen, von innen glänzt das schon ziemlich auf Hochglanz. Ichi Bobo, liebst du ihm was sagen? Er ist ganz nervös neben uns, oder? Nein?
Ja, gern. Sind Sie sicher, Herr Gress? Ich glaube, das ist einfach grundständig. Ah ja, also ich muss sagen, was wundervoll ist, wenn Sie das möchten, Herr Gress, selbstverständlich, die Angst, die man dir ansieht, die strahlt wumm durch den ganzen Raum durch. Ja. Und es war mucksmäuselig still hier drinnen. Niemand hat sich bewegt, alle sind geblieben. Und weißt du, was Schönes ist? Wir haben mitgefiebert mit dir. In dem Moment haben wir uns gewünscht, dass es besser wird. Noch besser, noch besser. Und dann kommt der Schluss. Und dann hast du es gepackt. Und dann haben wir uns gefreut. Und das ist die schöne Überraschung an deinem Auftritt. Am Anfang so viel Angst und am Schluss so viel Glück hast du versprüht. Das ist das Positive. Hey, wie ein Märchen. Hä? Und wenn sie nicht gestorben sind, singen sie wie. Und wenn sie auch mitgefiebert haben heute Abend, mit Amelia und Cousin Galas. Klar ist, dass sie weiterkommen soll, dann merken sie sich die Startnummer 07. Das ist Amelia Berlin!